Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es kurz nach 7:30 am, jetzt muss ich überlegen, 2. November. Es ist ein Samstag. Und ja, wir haben gut genächtigt. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Außer ein bisschen Schnee. Wir stehen hier tatsächlich im Schnee. Ich muss mal gucken. Auf unserem Bulli nur ganz gering Schnee. Aber da hinten, da ist viel, viel, viel Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Frau Holle hat gekokst. Jetzt hoffe ich nicht, dass so viele Leute hierher kommen und alle schniefen. St. Moritz soll ganz in der Nähe sein. Man weiß ja nie, was da für Leute umherlaufen. Ja. Es war immer noch gut Betrieb, die Nacht, muss man sagen. Auf der Passstraße, auf den Aluba-Pass. Abula-Pass, so halt. Aber das hat nicht wirklich gestört, um das euch einfach mal wirklich zu zeigen. Ich gehe mal hier hin. Also, ne? Hier die Straße. Hier fährt man rein. Und da steht der Bulli schon. Also wir sind relativ dicht bei, an der Nähe, also an der Straße. Aber das hat jetzt wirklich überhaupt nicht gestört. Und der Platz schön ruhig und ja, eine voll dicke Nebelwand, ne? Also ich glaube, ich stehe im Schnee und im Nebel. Da geht es auch bestimmt tief runter, aber das sieht man gerade nicht. Beziehungsweise gestern haben wir es noch mehr gesehen. Aber jo, schön, 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 muss man sagen. Und jetzt gehe ich nochmal zu den Herrn Stefan, mal gucken, ob der nochmal was sagen will oder ob der einfach nur fotografieren wollte und auf seine Uhr guckt. Mal gucken. Nee, ich habe nur Fotoknips gemacht. Hast also nichts mehr zu sagen? Nö. Ja, dann sage ich jetzt... Wir werden jetzt frühstücken, das sage ich jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Dann gehen wir wieder rein. Ins Wobei, sehr kalt, so kalt ist es gar nicht. Was hast du gesagt? Minus 0,5 Grad, ne? Minus 0,5, ja. Ja. Aber auf dem Auto vorne liegt auf jeden Fall Schnee drauf. Vielleicht willst du das nochmal zeigen? Da liegt Schnee. Muss er laufen. Muss ich aber aufpassen. Weil ich laufe jetzt hier gleich nebenbei und bei meinem Glück rutsche ich noch und falle hin. Dann habt ihr zwar was zum Lachen, aber mir tut's weh. So, müssen wir mal kurz gucken. Ui! Sieht witzig aus, als wenn wer was drauf gemalt hat. Wer malt denn hier solche Kunstwerke? Ja, das ist ja lustig. Das werden wir gleich. Ist das schon fotografiert worden? Nein, das werden wir gleich fotografieren, das werden wir als Kunst verkaufen. Wir sind ja in St. Moritz, das verkaufen wir für Millionen gleich. So ein Kunstwerk, das gibt es nirgendwo anders. So, jetzt haben wir aber schon wieder genug geredet, gleich am frühen Morgen. Ja, aber muss ja sein, ne? Wer weiß, was wir heute sonst noch so euch zeigen. Wir haben gefrühstückt. Ja, korrekt. In der Zeit, wo wir gefrühstückt haben, habt ihr aber was anderes gesehen. Ja, genau. Das Wetter hat es gerade erlaubt. Ja. Wir müssen uns jetzt auch mal kurz beeilen, weil nämlich hier der Nebel wieder aufzieht. Genau. Da wollen wir euch mal ganz kurz da unten das zeigen. Wir haben nämlich an einem kleinen Flüsslein gestanden. Genau. Und er will nur ablenken, denn eine kleine Kurzstory zu den Drohnenvideos hat nur 3 Mal gedauert, bis wir endlich mal das haben, weil beim ersten Mal war zu viel Nebel, beim zweiten Mal hatte ich vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Ja,
kann man ja mal vergessen, ne? Naja, genau. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt. Alle guten Dinge sind drei, Gott sei Dank. Genau. Ja, dann gehen noch ganz liebe Geburtstagsgrüße an Ronny, der heute 38 Jahre alt wird. Mein Gott, ist der schon alt. Und auch an Volker, der heute 54 wird. Der ist ja noch älter. Ja, mein etwas. Ja, wenn ihr natürlich das Video seht, hattet ihr schon längst Geburtstag. Aber heute ist der 2. November und deshalb gratulieren wir hier ganz live in unserem Video. Ganz herzlich, genau. So, und weil der Nebel uns erwischt hat, sagen wir jetzt Richtung St. Moritz fahren. Genau. So, willkommen in St. Moritz, würde ich sagen. Genau, im High Society Bad. Ach, Jesus. Fühlt man ist sich gleich das anders. Das hier scheußlich. Ja, also, ich frage mich, was die so toll finden. Okay, wir haben ein Hotel Kempinski. Wir sind auch unten lang gefahren. Es gibt so eine obere Strecke, das habe ich schon gesehen. Vielleicht ist der schöner. Keine Ahnung. Aber die haben hier nicht mal, glaube ich, nicht mal einen Lidl haben die hier. Und deshalb fahren wir hier nicht einkaufen. Und wir müssen heute unbedingt einkaufen. Das ist ganz wichtig. Ja. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt nach Tirano. Da werden jetzt einen Pass versuchen. Ne? Genau, irgendeinen Pass gibt es da. Den hatte ich auch gelesen. Lobby fängt mit B an. Aber, naja. Vielleicht steht's ja, aber... Nö. Da? Ja, der, achso, der Bernina-Pass. Das ist der Bernina-Pass. Da siehst du. Den fahren wir jetzt nach Italien. Und damit haben wir unser 10. europäische Land in diesem Jahr. In diesem Jahr erfahren. Haben wir schon viel bereist? Ja, dies Jahr sind echt viele. Aber das 10. ist auch dann das letzte. Es wird dann nicht mehr werden. Nee, wir werden dann nur wieder zurück über Österreich und genau. Oder die Schweiz wieder zurück. Wir wissen das noch nicht. Also wir sind da einfach mal selbst, lassen wir uns überraschen. Genau. Ja, machen wir uns jetzt erstmal auf, würde ich sagen. Genau. Melden wir uns auf dem Bernina Pass oder. Ja, doch. Wenn was anderes noch anliegt, das wissen wir ja nicht. Ja, okay, das stimmt. Ne? Lasst euch überraschen. Also, bis gleich. Bis gleich. Hallo. Etwas Schnee. Ja, es wird immer mehr Schnee hier. Schneesturm hier. Wir sind auf 2304 Meter, Pi mal Daumen. Ja. Und zwar auf dem Bernina Pass. Korrekt. Ja, Campen etc. ist hier verboten. Das darf man hier gar nicht. Also falls ihr mal irgendwie Interesse habt, das zu machen. Sollte man vielleicht nicht machen. Wer weiß, ob hier Kontrollen genau, sind. Genau, also ist nicht erlaubt. Wir werden hier ja auch nur durchfahren. Genau. Um einmal hier nur ein Video im Schnee zu drehen. Genau. Dennoch zum Albula Pass. Der hat sich echt gut fahren lassen. Ja. Genau wie der Bernina Pass, also hier hoch von St. Moritz, denke mal, war das ganz in Ordnung. Ja. Wir sind gespannt, wie das runtergeht. Das interessiert euch ja vielleicht auch, wenn ihr mal solche Pässe fährt.
Ja, kann man mit einem normalen Wohnmobil, glaube ich, machen, oder? Ja. Nur im Winter muss man halt immer aufpassen. Also der Albula-Pass, da ist, glaube ich, 4x4 schon Pflicht. Aber es sind ja auch Schranken. Gegebenenfalls sind die dann halt auch versperrt wegen Lawinengefahr und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Sachen, die man dann wahrscheinlich beachten müsste. Also, ja. Ist schon heavy. Ja, ich kriege das die ganze Zeit ins Gesicht. Das ist sehr unangenehm. Ich auch. Also, wir können ja mal einmal rumfilmen. Genau, film auch. Ja, eine Aussicht ohne Aussicht. Wir müssen einfach nur... Ja, es ist neblig. Wir müssen den Schnee genießen. Es guckt einfach auf den Schnee. Der Schnee ist schön. Genau. Ja, und da ist dann auch schon die Straße. So, drehst du dich wieder zurück? Muss ich wieder anders machen? Ja. Mal zur anderen Richtung hin, aber da ist noch mehr Nebel. Und da ist dann die andere Seite der Straße. Ja, einen tollen Regenbogen hatten wir vor, ich würde sagen, 5 Minuten gesehen. Naja. Scheiße, das ist keine 5 Minuten her. Ein bisschen weiter unten regnet es natürlich, ne? Ja, wir blenden euch den Regenbogen auch ein, damit ihr seht, dass wir hier nicht spinnen. Also, und das ist 5 Minuten, vielleicht lass es 7 Minuten sein. Also ist schon heavy. Ja, wir könnten eine Schneeballschlacht machen, dafür reicht der Schnee hier. Definitiv. Einen kleinen Schneeball kann man auch, glaube ich, hinkriegen. Ja, das machen wir aber nicht. Ich denke mal, wir fahren weiter. Ja, wir haben ja keine Handschuhe dabei, ne? Nee, das haben wir vergessen. Einen Schal habe ich bei, aber keine Handschuhe. Naja. Genau, wir fahren jetzt weiter Richtung Italia. Genau, mal gucken, wie viel Schnee da liegt. Genau. Zurück vom Einkaufen aus dem Iperal. Wir waren in einem Spa, wusstest du das? Also Spa-Behandlung hatten wir nicht. Also nicht wirklich. Nee. Ja, insgesamt haben wir 28,32 in Euronen, muss man dazu sagen. Ja. Weil wir sind ja nicht mehr in der Schweiz, das heißt, wir bezahlen keine Schweizer Franken oder norwegischen Kronen. War relativ günstig hier. Genau, ich glaube, das teuerste, was hier drin ist, war unser Matt. Ach, war das das Matt? Obwohl, nee, ist nicht das Matt. Nee, das ist das Fleisch. Die Schweineschnitzel. Genau, wir haben für morgen eingekauft, nämlich Schweineschnitzel. Und da gibt es einige Schweineschnitzel. Ja, sind 800 Gramm. 800 Gramm, aber irgendwie wobei, dann kann man immer dazu sagen, zur Not kann man eins am Montag auch nochmal kalt essen. Ja. Das ich mach's erstmal dann fertig und gut. Die sind aber auch dünn. Ich habe kleine Nutellas endlich bekommen. Selbst hier hätte ich ein kleines Nutella-Glas haben können. Bei uns gibt's das ja überhaupt nicht. Nein. Hier gibt's das wenigstens, aber ich habe die kleinen 15 Gramm Packungen genommen. Ja. Für 1,15 Euro, wenn ich mir lege. Die 25 Gramm Packung kostet bei uns 99 Cent. Also da sparen wir hier wirklich. Also es ist, glaube ich, insgesamt ist es doch ein klein wenig günstiger als bei uns. Genau. Aber da vorher vom Sprit nicht. Also da bezahlen wir 1,50, 1,53 werden wir bezahlen, wenn wir hier tanken müssen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir überhaupt hier tanken müssen. Also es kann sein, dass wir hinreichen. Es kommt drauf an, wie viel wir heute noch heizen. Also wie viel wir insgesamt heizen. Ja, das wird sich dann, das werden wir dann schauen. So, wir haben bei Park von Night schon ein Plätzchen gefunden. 1, 2, 3 Plätzchen sogar. Da wollen wir jetzt hin. Das heißt, es geht jetzt Richtung Sondrio. Mhm. Und dann sind wir mal gespannt, wie der Platz da so ist. Und ob man da auch heute gut übernachten kann. So heißt das Wort. Uns ausruhen können. So wollen wir das machen. So machen wir das. Geht's los. We'll be right back.
Hallo zusammen. So, wir sind angekommen. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Das war eine Gurkerei. Wir sind hier bei San Josette und Karotte. Irgendwie dazwischen so. Wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ist auch egal. Haben auf jeden Fall einen ganz netten Parkplatz gefunden. Ist doch relativ schwierig zu erreichen. Also mit großen Fahrzeugen würde ich das auf keinen Fall machen. Weil die Straßen sehr eng sind. Und vor allen Dingen, es geht auch richtig steil hoch. Hier sind eigentlich auch die Kettenpflicht ab Oktober, glaube ich. Sind ja schon ein bisschen mehr, aber naja, gut, es war jetzt kein Schnee angesagt, also von daher werden wir da hoffen, dass das auch so klappt. Ansonsten haben wir draußen eine schöne Feuerstätte. Der Marcel kann das ja vielleicht mal zeigen, genau. Mal sehen, wir werden jetzt erstmal einen schönen leckeren Apfelpfannekuchen essen und dann wollen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht doch ein kleines, nettes Feuerchen machen können. Wir haben uns nämlich ein bisschen Holz mitgebracht, in weiser Voraussicht, dass man das vielleicht irgendwo mal machen kann. Feucht genug, denke ich, ist es. Also das heißt, da dürfte nichts passieren. Ja, von daher, wir werden jetzt erstmal was essen. Wir machen wieder Feuerchen. Jo. Nach Norwegen... Jetzt auch in Italien. Wir legen Italien in Brand. Ja. Naja, nicht wirklich. Kann nicht passieren, weil es ist sehr, sehr feucht hier. Genau. Es ist auch sehr, sehr kalt hier. Es ist diesmal kälter als in Norwegen. Ich frage mich eigentlich, warum wir das gemacht haben. Kannst du mir erklären, warum wir hier draußen eigentlich ein Feuer machen und draußen sitzen? Naja, hier draußen am Feuer ist es schön. Warm. Nicht? Du solltest dir einen Grund sagen, warum wir das hier draußen machen. Ja, weil wir... Weil er keinen Plan hat. Ist unfassbar. Aber muss ich die Regie für Westes? Ja! Nein. Wir haben gerade nämlich unser Fazit-Video Norwegen. Das habt ihr schon längst gesehen. Das haben wir gerade gedreht. Und deshalb haben wir gesagt, das wollten wir eigentlich im Schnee und Feuer machen. Na, jetzt haben wir den Schnee, hatten wir heute Mittag. Jetzt haben wir halt das Feuer. Und so haben wir irgendwie trotzdem beides gehabt. Und ja, bis jetzt klingt das auch alles ganz gut, was wir da gemacht haben. Ein, zwei Tonprobleme, die werdet ihr gesehen haben. Aber wenn das nur zwei Tonprobleme sind, dann bin ich zufrieden. Genau. Ja. Wir genießen auf jeden Fall jetzt noch. Jetzt genieße ich das Feuer auf jeden Fall, weil jetzt wärmt es meinen Rücken. Ja, du hättest ja auch mal ein bisschen näher rankommen müssen, habe ich gesagt. So. Wir können euch ja noch mal ein paar Einblendungen machen. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir melden uns das nächste Mal wieder aus dem Bulli. Also da steht der Bulli, da melden wir uns das nächste Mal. Dann machen wir bestimmt Essen. Ja, machen wir bestimmt Essen. Und zwar Spaghetti Bolognese, weil wir sind in Bella Italia. Also da musst du es ja machen. Genau. Bei Bella Italia musst du es so machen. Mamma mia, vengo. Benvenuti. Aber na gut. Arrivederci. Bis dann. Arrivederci. Das heißt, wir müssen jetzt auch gleich nochmal schneller. Hallo alle miteinander. Ja. Es gibt Essen, ganz traditionell, wir sind ja in Italien, also Spaghetti Bolognese. Einfaches Gericht, ganz schnell gezaubert. Ich hoffe, uns wird's schmecken. Und von daher, Prost! Prost! Also der schmeckt schon mal. Der ist ja natürlich jetzt richtig toll durchgezogen. Ja. Wir haben gegessen, Spaghetti Bolognese, dann hatte Stefan ein Eisbergsalat mit Basilikum-Dressing und ich hatte ein Schokopudding mit Sahne. Ja, und dann hatten wir so viel Abwasch, ich würde behaupten, wir haben das komplette Auto gewaschen. Aber ich weiß, dass da noch mehr drin ist. Also wir könnten viel mehr abwaschen, aber ich hoffe nicht, dass das jemals zu Trage kommt. Ja, draußen ist es am Regnen. Bis zum geht nicht mehr, stört uns aber nicht, weil wir schauen uns jetzt einen Film an, genießen den Abend noch und dann geht es morgen die ganze Tour, die wir hier hochgeduschelt sind,
wieder runter. Und dann sind wir mal gespannt, wann wir am geplanten Gardasee, denn das ist eigentlich unser nächster Stop, landen. Seid überrascht, morgen geht's weiter. In dem Sinne, gute Nacht und bis morgen.